Guten Morgen, liebe Schüler. Was? Bei euch ist kein Morgen? Naja, wer zu spät kommt? Nachdem der oder das Pushback fertig ist und die Triebwerke laufen, sind wir irgendwann so weit, dass wir zur Startbahn rollen können. Auch hierzu benötigen wir die Erlaubnis vom Ground Controller. Hannover Ground, Lufthansa 2921, ready for taxi. Man bevorzugt das Wörtchen for anstatt to, denn to kann man mit der Ziffer 2 verwechseln. Taxi bedeutet im Fliegerjargon rollen. Wir sind also fertig zum Rollen zur Startbahn. Unsere Abflugroute geht nach Westen, wir benutzen in Hannover also die Startbahn 27 links oder rechts. Die Antwort vom Tower könnte nun zum Beispiel sein: Lufthansa 2921, standby. Das könnte bedeuten, dass noch Verkehr im Weg ist oder der Lotse gerade so viel zu tun hat, dass er gerade keine Zeit hat. Wir halten also die Klappe und warten, bis er uns ruft. Wahrscheinlich kommt jedoch die Antwort: Lufthansa 2921, taxi via Alpha 2 and Alpha to holding point Alpha runway 27 left. Squawk 1324. Das ist nun eine Anweisung. Und diese Anweisungen lesen wir zurück, damit der Lotse hört, dass wir die Anweisung korrekt verstanden haben. Taxi via Alpha 2 and Alpha to holding point Alpha runway 27 left. Squawk 1324. Lufthansa 2921. Ans Ende setzen wir nochmal unseren Rufnamen. Die Grußformel wiederholen wir natürlich nicht nochmal. Das kommt nur beim ersten Funkspruch mit einer ATC-Station. Dieses komische Wörtchen Squawk bezeichnet den Transponder-Code, den man am Transponder einstellen soll. Dieses Wort hat einen geschichtlichen Hintergrund, aber das erzähle ich euch am Ende des Videos. Schauen wir uns die Funksprüche wieder genau an. Hannover Ground, Lufthansa 2921, ready for taxi. Ready. 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 Das EA im Wort ready spricht sich wie ein kurzes E. Man kann aber nicht sagen, dass EA immer so ausgesprochen wird. Dazu werden wir noch Beispiele sehen. Taxi. Dieses Wort wird je nach Herkunft des Sprechers sehr unterschiedlich ausgesprochen. Engländer sprechen das A fast wie ein deutsches A, Taxi. Amerikaner eher wie ein Ä. Das gilt eigentlich immer beim Lautschriftzeichen AE. Die Betonung liegt hier auf dem T. Taxi. Wir sagen dem Lotsen hiermit also, dass wir bereit sind zum Rollen. Lufthansa 2921, taxi via Alpha 2 and Alpha to holding point Alpha runway 27 left. Squawk 1324. Wann wir den Squawk-Code erhalten, ist nicht immer gleich. Es kann auch schon früher sein. Genauso kann sich der Squawk-Code während des Fluges auch ändern. Die Lotsen bestimmen den einzustellenden Code. Via. Via. Das V wird betont und wie das deutsche W gesprochen. Via. Alpha 2. Alpha 2. Auch das UND kann auf verschiedene Arten ausgesprochen werden. AND. AND. Manchmal wird das D komplett verschluckt. N. Alpha 2 and Alpha. Alpha ist das A im Fliegeralphabet. Und damit wird in diesem Fall der Rollweg bezeichnet, den wir nehmen sollen. In Hannover ist der Rollweg Alpha noch unterteilt. Einfach mal EDDV und Charts googeln und man findet die nötigen Flugkarten. Hier sieht man die Rollwege. Alpha 2. Und das hier ist Alpha. Alpha 2. Holding Point Alpha.
der Haltepunkt Alpha. Wo der ist, kann man auf der Karte sehen. Es gibt auch einen Holding Point Bravo. Holding Point. Holding Point. Holding Point. Dieses Lautzeichen spricht sich wie das deutsche NG, wie in Fangen. Holding. Anhand der Schilder kann man sich gut zurechtfinden, wenn man weiß, wie sie zu lesen sind. Dieses Schild hier sagt uns zum Beispiel, du bist auf Rollweg Alpha 2 und wenn man nach rechts oder links abbiegt, ist man auf Alpha. Links abbiegen, um zur 27 links zu kommen, rechts für die 09 rechts. Ein schwarzes Quadrat mit gelber Beschriftung ist immer der Ort, auf dem man sich befindet. Gelber Untergrund, schwarze Schrift sind Wegweiser, die auf die nächsten Rollwege hinweisen. Roter Untergrund und weiße Schrift sind Start-Landebahn-Beschriftungen. Diese Linie ist die Haltelinie des Haltepunktes, also der Holding Point. In diesem Fall des Rollwegs Bravo an der Runway 27 links. Diese Haltelinien haben auf der einen Seite zwei durchgezogene Linien und auf der anderen Seite gestrichelte Doppellinien. Von der durchgezogenen Seite aus darf man diese Linie niemals ohne Genehmigung des Lotsen überschreiten. Aus der anderen Richtung darf man darüber hinwegrollen, ohne vorher nachzufragen. Unser Ziel ist also hier, der Haltepunkt Alpha, der Runway 27 links. Es gibt ein sehr gutes Video der FAA über Schilder und Markierungen. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link auf eine Fassung, bei der ich das englische Original in Deutsch übersetzt kommentiert habe. Das war damals eine Höllenarbeit, aber ich finde, es hat sich gelohnt. Aber urteilt selber. Runway 27 left. Start- und Landebahnen sind im Englischen ein und dasselbe, nämlich die Runway. 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 So, nun kommt's. Das W. Im Englischen ein Buchstabe, an dem sich ein Deutscher ganz schnell als Deutscher entlarvt. Denn das englische W, diesen Laut, den gibt es im Deutschen nicht. Wenn wir diesen Buchstaben W sehen, dann sind wir immer versucht, ihn so auszusprechen wie in Deutsch. Im Englischen ist das aber nicht richtig. W wird dort W gesprochen. W. Die Vorderzähne berühren nicht die Unterlippe. Man muss die Lippen so formen wie ein U, dann aber versuchen, ein W zu sprechen, also U. Und schon hat man den richtigen Laut. U. Auch ich mache das regelmäßig falsch. Übrigens gibt es diesen Laut auch noch in anderen Sprachen, zum Beispiel in Polnisch. Da ist es dieses L mit dem Strich durch. Weshalb der ehemalige Gewerkschaftschef und späterer Staatspräsident auch nicht Lech Walesa, sondern Lech Wałęsa heißt. Viel Spaß beim Nachsprechen. Squawk 1-3-2-4. Der Squawk-Code ist ein vierstelliger oktaler Zahlencode, den man am Transponder gemäß der Anweisung einstellt. Oktal bedeutet 8 mögliche Ziffern von 0 bis 7. 1-3-2-4. Die 3 kann man im Flugfunk als Tri sprechen, also ohne TH. Normalerweise spricht man die Ziffer 3 3 aus. Aber da das TH, also TH, für viele ein Problem ist und Tri deutlicher zu erkennen ist, ist es im Flugfunk so zu benutzen. Puh, das TH sind wir schon mal los. Squawk. 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 Auch hier haben wir wieder das nette W mit drin und wieder dieses umgedrehte C. Dieses Mal lang gesprochen und es ist also kein O und es ist auch kein A, es ist eigentlich so ein Mittelding zwischen O und A. Oh. Squawk. Nun die versprochene Geschichte zu dem Begriff Squawk. Das Ganze kommt aus dem Zweiten Weltkrieg.
Die Engländer haben ein System entwickelt, um eine Freund-Feind-Erkennung für ihre Bomber zu realisieren. Oft wurden diese von deutschen Jagdflugzeugen verfolgt, um sie dann noch abzuschießen. Um die eigenen Maschinen von den Feinden unterscheiden zu können, wurde ein streng geheimes System mit dem Codenamen Parrot, also das ist das englische Wort für Papagei, entwickelt. Die Lotsen haben die Piloten dann mit dem Spruch Squawk your Parrot, also etwa lass da einen Papagei kreischen, aufgefordert, diesen ersten Transponder der Fluggeschichte einzuschalten. So hat sich der Begriff bis heute gehalten. Hier nochmal die Vokabeln von heute. Ready. Taxi. Via. Alpha 2. And. And. Holding point. Squawk. Runway. Tree. Naja, das war's dann für diesen Teil und ich freue mich schon auf viele Zuseher im nächsten Teil. Tschüss!